Hallo, ihr Lieben. Seit kurzem bin ich Mitglied beim Funkegram Design Team und ich freue mich darüber. So mega krass. Ich habe heute mein Päckchen bekommen mit meinem ersten Projekt und ich wollte euch das gerade mal zeigen, was da so alles Tolles drin ist. Einmal der Junk Journal Kleber von Funkegram in einem praktischen Pott. Finde ich viel besser als die Tuben, weil man da echt den letzten Rest noch rauskratzen kann. Super genial, werde ich dann auch gleich mal ausprobieren. Dann noch ein kleines Extra, kleines Gut, eine Autorenlesung vom Roland. Da werde ich jetzt auch gleich mal reinhören. Ich bin sehr, sehr gespannt. Sherlock Holmes, der unsichtbare Tod. Mega. Sieht aber schon, allein schon das Cover, ne? Super. Krass. Dann ist da drin kleine Charms. Hier Pistole, passend zu Sherlock, eine Pfeife, eine Geige. Und das, oh geil, hier so eine Taschenuhr. Voll gut, voll schön. Und ein Label. Genau. Noch ein kleines Extra, so ein Vintage-Umschlag. Praktisch. Dann sind es hier drin Stempel, passend zu Sherlock, die Geige. Voll cool. Wow, ich bin echt sprachlos, tatsächlich. Und hier die Stempel sind ja wohl auch mal der Hammer. Krass. Okay, also mir gefallen sie super gut. Ich bin ja so ein Vintage-Fan und muss sagen, Wahnsinn. Und darüber freue ich mich besonders. Den hatte ich schon Ewigkeiten auf meinem Wunschzettel drauf. Habe ihn mir nie bestellt, ich einfach zu geizig war. Aber jetzt habe ich ihn. Ja, freue ich mich drüber. Total genial. Und passt natürlich auch super zu Sherlock. Dann hier das Postkartenset. Und da hatte ich schon mal reingeschrieben. Das ist der Hammer. Schaut mal. Einfach nur super schön. Da fallen mir schon gleich tausend Sachen zu ein, die ich da mitmachen kann. Wow. Hammer. Vielleicht bestelle ich mir die einfach nochmal und behalte das eine Set. Mal gucken. Super. Toll. Und die englischen Türen, ne? Voll schön. Mega. Mega genial. Und das Papierset. Machen wir hier den Kasten weg. Oh, toll, das Ganze nochmal in groß. Schaut euch das an. Och, ich streiche das Papier. Ich liebe es jetzt schon. Das ist total genial. Da gibt es noch ein Set. Ich glaube, das ist Time Traveler. Das liebe ich auch. Da sind auch so total viele auch London-Styles drin. Und ich mag das total gerne. Schön. Mega, mega gut. Schaut euch das an, da kann ich die ganze Zeit nur drüber streichen. Das ist echt, das Papier ist echt cool. Es wird jetzt aber gleich nochmal in Tee eingelegt erstmal, damit die Rückseite, die ist ja recht weiß, ne? Damit die Rückseite dann auch so vintage wird. Und das sieht ja auch. Wow, tolle Motive. Richtig gut. Ist ja eins besser als das andere. Da kann ich mich ja überhaupt nicht entscheiden. Ich glaube, ich muss mir das nochmal bestellen. Ich muss das noch ein bisschen streicheln, glaube ich, bevor ich das benutze. Krass. Schön. Wow. Ich bin einfach jetzt nur begeistert und ehrlich gesagt wirklich ein bisschen sprachlos, weil die alle richtig gut sind und richtig gut zu diesem Vintage-Style Sherlock passen, logischerweise, aber richtig geil. Guck mal hier. Tolles Motiv. Aber auch das.
Das ist echt eins besser als das andere. Schön. Ein, drei Pfeifenprofi. Der Hund von Baskerville. Toll. Hier noch der Stickerbogen. Muss ich aufpassen, dass ich den nicht in Tee bade. Wobei, ich habe auch schon mal so einen Stickerbogen in Tee gebadet. Macht dem Sticker irgendwie gar nichts. Muss aber nicht sein. Also man kann ihn baden, sollte ihn vielleicht nicht baden, aber man kann ihn baden und stickert trotzdem noch danach. Noch das hier ist Scotland Yard. Cool. Wow, richtig gut. Aber ich wäre ja nicht ich, wenn ich nicht noch mehr bestellt hätte. Also das ist jetzt erstmal das. Das heißt erstmal, das ist schon wahnsinnig viel. Und ich bin einfach nur absolut glücklich damit. Ich habe mir aber auch noch extra noch was bestellt. Und zwar eine ganze Menge an. Ups. Wir haben vom Design-Team einen Gutschein bekommen. Und dafür habe ich dann erst mir ein paar Oxide bestellt, die mir noch gefehlt haben. Ich habe zwar das Distress Ink, aber die Oxide sind einfach ja besser, wenn man auf dunklem Papier irgendwas macht. Dann sieht man die. Bei den Distress Inks habe ich so das Problem, dass das nicht richtig, also das hält einfach nicht richtig und man sieht es einfach auch nicht richtig. Und das ist bei den Oxiden schon besser. Und mein geliebtes Mod Podge, und diesmal habe ich mir aber dieses Hardcoat Mod Podge gekauft. Wobei das wahrscheinlich jetzt auch völlig überflüssig ist, wenn ich das Funkelkram-Zeug habe. Aber ich werde das mal ausprobieren. So im, ja, ne, also nebenbei, je nachdem. Ich bin echt gespannt, wie der ist. Muss ich gleich testen. Und dann habe ich mir noch, Moment, weil ich das auch so klasse fand. Eps, na, ist es hier dieses Vellum. Das fand ich auch total gut. Ich liebe ja Transparentpapier. Und ich fand das Design total cool. Hätte ich jetzt noch gut für meinen Alchemisten-Journal auch brauchen können. Aber egal. Ich werde schon wieder eine weitere Verwendung finden. Ich glaube, beim jetzigen Thema lässt sich das sicherlich auch irgendwie einbauen. Jo, ich mache mich jetzt gleich mal ins Papier färben und setze mich dann demnächst an mein neues Journal mit dem Thema Sherlock Holmes. Mal gucken, wie lange ich brauche. Aber ihr bekommt es auf jeden Fall zu sehen. Bis dahin, macht es gut.